Auch bei vielleicht 1 zu 100 liegen dürfte, ist die Band aus Sheffield doch in Wirklichkeit tausendmal interessanter. Cabaret Voltaire waren in ihrer bereits 13-jährigen Bandgeschichte schon vielerlei. Zu Anfang innovative Klangpropheten, dann kultige Trendstars und heute eigentlich altmodische Traditionalisten. 1975, als ähnlich wie heute entweder disco-orientierte Musik oder zünftige Gitarrenbands erfolgreich waren, haben Cabaret Voltaire bereits mit Elektronikspielereien brilliert. Ein computergesteuerter Presslufthammer dient ihnen als Schlagzeug und eine in eine Luftmatratze eingenähte Klarinette als Melodieinstrument. Dann kam Punk und New Wave mit all den Elektroniktricks und Cabaret Voltaire waren plötzlich Stars. Heute regieren YouTube und Jovi oder Europe und Cabaret Voltaire spielen noch immer an ihren Computern herum. We can't play very well, so it's, if you use electronics, you can hide it a lot more. Tja, wir können eben einfach nicht spielen und mit reichlich elektronischem Schnickschnack kann man das besser kaschieren, scherzt Stephen Melander. Und die Wahrheit ist... We just started messing around with tape recorders and old synthesizers and things like that and you just carry on, really. It's an interesting technology, really, I suppose. So... It stemmed from there. We never really wanted to be, you know, a guitar-type group, so you just sort of keep the interest in the technology. Cabaret Voltaire hatten nie die Absicht, eine Rock'n'Roll-Band mit fetzigen Gitarren zu sein. Seit sie die Wunderwelt der elektronischen Klangmöglichkeiten vor eben 13 Jahren betreten hatten, sind sie fasziniert davon. Und es gibt keinen Grund, jetzt auf Europe oder so zu machen, nur weil das halt modern und lukrativ ist. Cabaret Voltaire bleiben lieber ihrem einst prophetischen, dann trendorientierten und heute altmodischen Stil treu. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Plattenfirma. Denn ihr ehemaliger Chef, der schrullige Richard Branson, hat sein Versprechen nicht gehalten. Er hat Cabaret Voltaire vor Vertragsabschluss seinerzeit Richard Branson's tie, a bubble car, a waterbed, a set of matching luggage. Seine Lieblingskrawatte, ein Wasserbett und einige andere skurrile Extras versprochen, gehalten oder nichts. No, I'm still waiting for my waterbed, I haven't got it yet. Also sind Cabaret Voltaire jetzt bei einer anderen Plattenfirma und zumindest auf das Wasserbett im Studio hat Stephen Melander auch beim neuen Chef bestanden. Bekommen hat er es aber bisher trotzdem nicht. Cabaret Voltaire waren das, ziemlich schräge Musik. Wem es gefällt, kann ich dazu noch sagen. Cabaret Voltaire mit ihrer neuen Single.